Ach, guck mal, da kann man hochklettern, Alter. Wo? Da. Ach so. Ja. Auf den Schornstein, Digga, das mach ich gleich. Was ist hier raus? Okay, Kette. Gras? Das ist so famous wie Glas. Ach, Glas, nee, aber hier ist auch Draht. Ah, hier seid ihr. Hast du die Maschine da gesehen? Ja, ja. Voll die krassen Sachen, Alter, ja. Ne? Coole Location. Ja, auf jeden Fall. Hast du gut gemacht, Phil. Ja, ne? Eigentlich hat der Maurice das entschieden, aber... Ja, stimmt. Hast du gut gemacht. Nicht wahr, ne? Einer da ganz hoch? Ja, wollte ich machen. Ah, okay. Ich finde nur so bis... Aussichtspunkt. Stufen davor. Also ich wollte eigentlich jetzt den Start aufmachen. Aber teste mal oben... Okay, vorher auf Boah, Asbest. Bestens, ja, ja. Aber ja, ja. Check mal die Aussicht. Jetzt ist eh zu spät. Dann ist es auf Video. Das ist eigentlich ein cooles Bild bestimmt, ne? Hier wächst ein Baum. Stimmt. Halt dich mal fest und guck mal. Wohin? Ist für euch oder was? Nee. Boah, hier sind solche Mücken, Alter. Ja, ich bin eben in diesen einen Raum rein, Junge, mir kam direkt so ein Schwarm entgegen. Aber da hinten geht's noch weiter, ne? Ja. Ja, zum Beispiel bei sowas habe ich keine Höhenangst. Ich weiß, ich verlasse mich auf mich selber, auf meine Kraft so. Aber bei diesem scheiß Gerüst, was so voll am Wackeln war, ja, das Gerüst. Mich verlassen, so. Das Gerüst war echt hart wackelig. Hier halten wir, ich will auch mal hochklettern. Hä, hey, filmst du die ganze Zeit? Ja, ja. Chillig, Alter. Du wächst einfach einen Baum raus. Oh, Asbest. Ja, ich glaube, davon ist hier einiges. Krass, guck mal, das sind so Vogelhäuschen. Hat wahrscheinlich irgendein Förster oder so aufgehangen. Weil die sehen nicht so aus, als wären die so alt wie die Gebäude. Also auf jeden Fall noch zwei Hütten oder so. Mal die Fahrräder erstmal kurz ein bisschen verstecken. Ja, ich würde sagen, ich habe die ganze Sorge um die Fahrräder. Ich weiß nicht, ja. Was denn? Ich weiß, in der Hand stecken da. Dorne. Mhm.
chilliger Sessel hier. Da steht ein Tisch auf der Straße. Ja. Geht das gleich an, Alter? Wen lässt du die Lichter an? Ja, irgendwas hab ich auch gehört. Das ist deine Clubhaus. Das ist eine chillige Hütte, Alter. Warum liegt denn das Stroh? Gib mir dein Geld. Warum liegt der Strom, Mann? Geil. Zuletzt haben wir was gemacht. Naja, ist gar nix. Coole Location, Alter. Guck mal, haben wir einen Tisch improvisiert hier mit einer Tür. Flip, it's Zeit. Ja, geh mal hoch. Das ist Drip. Was ist Drip? Das heißt. Ich weiß nicht mehr genau, was das heißt, irgendwie sowas wie cool ist so. Ist da alles cool inside. Weißt du, was krass ist? Ich sag was. Da ist halt so eine kleine Kamera oben. Leuchte mal rein. Hier, nimm, mach mal mit Kamera. Ach, ich verstehe es immer. Ich krieg's ja nicht. Das geht schon irgendwie. Ich will den Drip sehen. Kann man aber jetzt von hier unten nicht so viel sehen. Aber das ist wahrscheinlich das der Boden, oder? Ja, da sieht man nicht so viel. Keine Folterkamera. Wo ist der Drip? Ja, wahrscheinlich von hier, oder? Ja, ich bin immer hier. Sind das die Gebäude hier oder so? Da ist Norden. Warte. Das ist da. Guck mal, da ist echt Norden. Was ist das da? Nester, oder? Nee. Meinst du das? Nee, da haben die ja irgendwas befestigt, ne? Ist ja festgeschraubt. Da steht hier auch, guck mal, ist das hier vielleicht unser Standpunkt? Was ist der Rescue-Punkt, wo wir gerettet werden vielleicht? Das kann sein, ne? Aber geile Location. Hör mal, du siehst da Pissen. Wo ist der? Ja. Ah. Oh. Aber es gibt viele von diesen Stellen hier, meine ich. Also es gibt mehr von diesen Spots. Ich kann mir vorstellen, dass das alles war. Ja, ich glaube, ja. Waren wir da? Da waren wir, ne? Aber hier. Kleinen, da waren wir nicht. Ach, da waren wir nicht drin. Wo? Die kleinen, da waren wir nicht drin. Kommt man da irgendwie hin, ohne sich. Ja, da war so ein kleiner Trampelpfad, wirklich so. Hier durch. Ich kann die Hose eigentlich mal runterkrempeln. Sticht die ganze Zeit irgendwas in die Beine. Können wir den Standort hier markieren? Wie denn? Ich weiß es eben nicht. Das heißt, ja, kriegt man das irgendwie hin? Das ist eine coole Outdoor-App. Ja, aber ich habe hier halt kein GPS. Kein was? Man hat hier halt kein GPS. Das sind ja wahrscheinlich das, was auf der Map eingezeichnet ist. Boah, ich da an. Du gehst da rein, du siehst überall, wie sie auf einmal losfliegen. Ja. Könnte das denn mal gewesen sein? Das hier wahrscheinlich irgendwie so ein Generatorraum oder so, ne?
Das ist eine Betonplatte. Ja, da war irgendwas drauf, eine Maschine. Generator oder so ein fetter. Das scheinen hier alles sowieso irgendwelche Versorgungssachen gewesen zu sein. Aber für was genau? Strom. Strom. Nee, brauchst du nicht drei Häuser? Von zwei übelsten Strom. Ja, das waren schon so, wo auch Leute drin gepennt haben vielleicht. Ja? Wo was? Wo Leute drin gepennt haben. Meinst du? Und das hier, das ist wahrscheinlich so ein Aufenthaltsding gewesen. Guck mal, das ist ein Fledermaus. Ah, chillig. Alter, nicht chillig. Da ist eine Fledermaus drauf. Das ist Fledermäuse und die anderen sind die Vögel wahrscheinlich. Nicht chillig. Okay. Alter, ich bin komplett gefangen. Dem habe ich gerade noch, ausgewichen. Ja, ja, ich komme nicht mehr hier weg. Wir fahren mal ein bisschen weiter da runter, oder? Ja. Denn die musste die Action-Cam. Ich habe die auch dabei, aber die hat nicht so ein gutes Mikrofon. Kann ich gleich auch mal ausprobieren. Das sind drei Bunker, ne? Das. Ich habe einen neuen Reifen. Ey, Moses, kick dich nicht gegen mein Fahrrad. Mach du auch ein Bild von mir, dann machst du auch ein Tor, soll ich anfangen. Mach das jetzt nicht aufsaugen. Ach, krass. Aber ich zieh mir die Sturm an. Nee, da kannst du gar nicht weit reingehen. Halt nur übelst viele Graffitis, ne?